Fröhliche Aspekte des Atomzeitalters vermittelte die internationale Lebensmittel- und Feinkostausstellung in Hamburg. Vorgefertigte Tiefkühlprodukte dominieren auf dem Speisezettel des Jahres 2000. Im Mikrowellenherd werden sie in wenigen Minuten gar. Der Wohnküchenalltag ist passé. Die Zukunft gehört dem Feinschmeckerlokal in den eigenen vier Wänden. Ein Ernährungscomputer leistet Beistand im Kampf gegen die Kalorien. Gefüttert mit persönlichen Daten stellt er für jeden Magen einen Fahrplan auf. Und er wird morgen nötig sein, denn darin sind sich die Küchenfuturologen einig. In 32 Jahren bricht, zumindest bei uns, das Jahrtausend der kulinarischen Genüsse an.